So, und zwar haben wir die Frage, weil Sie sind der einzige CDU-Vertreter hier. Warum sind Sie der einzige? Und dazu haben wir noch, denken Sie, die anderen sind nur deswegen nicht gekommen, weil sie nicht so große Stücke auf die Jugend setzen? Oder? Das ist eine spannende Frage. Liegt zum einen daran, ich bin mit der Jüngste in der CDU-Landtagsfraktion. Liegt vielleicht auch daran, dass heute ziemlich viele andere Besprechungen auch in der Fraktion nebenbei laufen und man mir explizit gesagt hat, ich bin von allem befreit, damit ich hierher komme. Aber ich werde die Frage zumindest in der Fraktion mitnehmen, weil es ist schon zu sehen, dass die anderen Fraktionen stärker vertreten sind und da sollten wir den Anspruch haben, im nächsten Jahr auch mit deutlich mehr Abgeordneten hier zu sein. Das heißt, Sie setzen großen Wert auf unsere Meinung, oder? Sonst wäre ich ja nicht hier und da ich ja selbst noch nicht der Älteste bin und ja auch als Jugendlicher so in eurem Alter mit Politik begonnen habe, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Jugend mit Politik in Kontakt bringen und dafür interessieren. Was denken Sie, können die Meinung von Jugendlichen erreichen? Die Meinung ist immer erstmal wichtig kundzutun. Ich erlebe das oft in der Kommunalpolitik. Die ist ja in der Regel in Dorf- und Gemeindeparlamenten dadurch geprägt, dass sie von Bürgern 50 plus gemacht wird. Und immer erst, wenn sich Jugendliche ihre Meinung bilden, auch lautstark die in der Gemeindevertretung vorbringen und sich selbst engagieren, dann sieht man auch Erfolge. Also es reicht nicht, eine Meinung zu haben. Man muss sie auch aktiv einbringen und sich mit Ideen vor Ort bekannt machen. Und eine Frage habe ich noch. Wie finden Sie das, dass Sie hier nicht stärkste Kraft sind? In ganz vielen Landestagen ist es ja so, dass Sie die stärkste Kraft sind. Und wie kommen Sie damit? Wir sind ja an der Regierung beteiligt, aber natürlich ist es auch unser Anspruch, gerade nach der letzten Wahl, in der nächsten Wahl auch wieder deutlich zuzulegen und irgendwann auch wieder den Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern zu stellen. Das ist unser Anspruch. Darauf wollen wir hinarbeiten und deshalb haben wir da noch ein ganzes Stück Arbeit zu tun. Aber so sind das nun mal. Wahlen, in der Demokratie wird alles durch Wahlen entschieden und deshalb müssen wir unsere Argumente auch wieder besser rüberbringen, damit bei der nächsten Wahl vielleicht auch der eine oder andere junge Mensch wieder das Kreuz bei der CDU macht. Und wie wollen Sie darauf hinarbeiten? Da gibt es sehr viele Sachen zu tun. Wir sind ja, wie gesagt, an der Regierung beteiligt. Wenn ich nur darüber lege, zurzeit reden wir darüber, dass wir mehr Geld an Hochschulen brauchen. Wir brauchen mehr Geld in der Bildungsinfrastruktur überhaupt. Ich denke, das ist ein erster Ansatz. Und dann muss man das, was man Gutes macht, muss man auch gut verkaufen. Man muss also in der Kommunikation, ich nenne hier mal nur Twitter und Facebook, da muss man auch als Partei, was die CDU ist, deutlich attraktiver und auch energischer werden, um die Ideen, die man hat, auch ans Volk zu bringen. Haben Sie auch einen Abgeordneten hier in diesem Parlament, der für soziale Netzwerke zuständig ist, wie Patrick von der SPD? Also bei uns sind relativ, ich war glaube ich einer der Ersten, der im sozialen Netzwerk aktiv war. Wir sind mittlerweile eine Gruppe von Abgeordneten, die das auch versucht, Veranstaltungen regelmäßig zu posten. Und es gibt bei uns auch einen Mitarbeiter innerhalb der Fraktion, der dafür mit zuständig ist und jetzt auch versucht, den Auftritt der CDU-Fraktion, ob im Internet, bei Facebook, Google+, Twitter und was es da alles so gibt, aktiv zu unterstützen, damit diese neuen Medien auch verstärkt genutzt werden. Wie heißen Sie da? Also wie kann man Sie erreichen oder darf man Sie gar nicht anschreiben? Man darf uns immer anschreiben, das machen auch schon sehr viele. Also ich bin unter meinem Namen Marc Reiner zu finden. Die CDU-Fraktion findet man unter CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern. Da sind auch schon sehr viele befreundet, aber es sind noch nicht so viele, dass es nicht noch deutlich mehr werden können. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview und einen schönen Tag noch.